is no conflict. You couldn't bring yourself to kill me before, and I don't believe you'll destroy me now. You underestimate the power of the dark. Ja, und willkommen zu einem neuen Video. Heute auch wieder als Gast RVO dabei. RVO7 aka Niklas. Wir sind schon. Wir sind jetzt in der letzten Mission drin. Und das wird jetzt unter der Rubrik bei mir auf dem Kanal angespielt laufen. Weil ich werde jetzt nur das Video rausbringen. Und ja. Das ist ein bisschen grafisch, jetzt ein bisschen schlecht aussieht. Das liegt daran, dass jetzt nur Skype mit dem Hintergrund läuft. Das ist, dass ein Grafik ein bisschen schlecht aussieht. Das liegt daran, dass einfach Skype jetzt noch läuft. Ja, oh. Halt. Gut zu wissen, ja, dass man so eine kleine Kanone dabei hat. Zählt. Vielleicht kannst du, wenn ich spiele. Oh, warte mal. Oh. Wir müssen nochmal starten. Also, willkommen zu einem neuen Video mit mir und dem. Ja, wir hatten gerade schon angefangen zu sprechen, aber da habe ich gemerkt, die. Das nimmt doch nicht auf. Die ist ja richtig okay. Ja, das Video hier wird unter der Rubrik angespielt. Laufen. Ja, die macht einfach mal das ganze Haus nur mit so Seilen auseinanderreißen. Unter der Rubrik angespielt, weil ich werde da nur ein Video rausbringen. Und ja, wir sind gerade in der letzten Mission von Wolfen. Also der Vorgänger war auch mal eine Zeit lang verboten. Und wir haben eine Atomkanone vor uns. Ja. Und das ist die. Ja, da haben sie dann einfach wahrscheinlich andere Zeichen und so ein Kram. Okay. Ist das eigentlich jetzt eine lange Mission oder? Okay. Weil gerade eben, müsst ihr wissen, haben wir gerade schon Watch Dogs aufgenommen und das war schon eine lange Mission. Ja, das ist so eine übermenschliche Waffe. Ja. Wenn ich die Maschinenmenschen loslasse. Ja, und das ist ja Wolfenstein The New Order. Ein sehr umstrittenes Spiel, muss man dazu sagen. Ach stimmt, da war ja was. Ja, und das Spiel, da zeige ich dir dann nochmal ein paar Trailer bei YouTube. Eigentlich sollten ja hier drin Hakenkreuz vorkommen und andere nationalsozialistische Sachen, aber das hat man in Deutschland zensiert. Ja. Also das ist wirklich nur, dass ihr immer seht, wie das Spiel ist und nicht, dass ihr die ganze Zeit seht, dass wir sterben und pipapo und einfach, ja, letzte Mission. Ich bin bei Ihnen zu Hause. Ich weiß es nicht mehr. Hat heute also Geschichte geschrieben. Ja, das lag ja auch daran, dass ich so oft gestorben bin. Oh, der arme Hund. Ich mag Hunde. Und ich habe hier, wie du ja noch vielleicht weißt, den Schicklaufen Gottmut an. Und damit ohne Elektronik die Leute wissen, ich spiele normalerweise nicht mit Schick solche Spiele, aber ich habe hier auf den Extremschwierigkeitsgrad. Und darum habe ich den einfach angemacht. Weil dann, ich will es einfach schaffen und ich will auch nicht so oft sterben. Ja, damit ich. Also normalerweise ist es hochauflösend, kann man ja sagen. Ja, damit ich einfach nicht so viel Arbeit habe. So ein gepanzerter ohne Ende. Wo ist der Hund hin? Ah, da liegt er tot. Ach. Ja, den Hund, den möchtest du lieber nicht begegnen. Der hat. Oh, jetzt. Der soll doch einfach mal sterben. Gebiss. Keiner will ihn. Das ist ja nicht der deutsche Schäferhund.
Und dass ich ein bisschen so grafisch ein bisschen schlecht aussieht, das liegt einfach daran, dass noch was im Hintergrund läuft. Skype und so weiter. Ja, der ist halt stark, würde ich mal behaupten. Das ist ja schon normal schwer, eine Waffe zu halten. Das ist auch eine unschöne Grafik sein. Ja. Da haben sie ein bisschen von und weiter hast du nicht geredet. Okay. Oh, wie heißt das? Da gibt es sogar einen Fachbegriff Akimbo oder so, nennt man das in Black Ops 2, wenn man nur zwei Waffen hat. Ach, je. What the fuck? Ja, diese großen, die kenne ich auch noch. Zwei Waffen in einer Hand. Wir hatten ja schon mal eine Mission zusammen gespielt, oder vielmehr du und ich hatte auch geschaut. Da haben sie ein bisschen von. So, der soll jetzt aber einfach mal sterben. Da haben sie ein bisschen von. Was wollte ich denn sagen? Ja, weil da auch der Kopf ist von den Menschen wahrscheinlich. Da haben sie ein bisschen von gemeinsam abgeguckt. Und du musst jetzt den Ultra-Boss, sag ich mal, hier besiegen. Auch zwei Maschinenpistolen in der Hand und tut damit auch schießen ab. Komisch, du schießt auf ihn, da stirbt er nicht, aber wenn du mit so einem kleinen Küchenmesser da ankommst, dann ist er gleich tot. Das sind ja diese Maschinensoldaten. Ja. Aber wir haben halt uns gedacht, dass wir das mal zusammen machen. Ja. Also mir gefällt das Spiel. Ich habe auch schon oft überlegt, ob ich es mir hole, aber ab und zu mal so Geldmangel, dann mal wieder so, jetzt ein anderes cooles Spiel da. Ich finde, dass es eine richtige Flut von guten Spielen immer so zur Weihnachtszeit kommt. Zum Beispiel, wo er jetzt das neue Assassin's Creed, Advanced Warfare, The Crew, dieses Autorennspiel kam jetzt auch raus. Man weiß gar nicht, was man sich zuerst holen soll. Ja, das ist auch so ein Favorit, wenn es für PC mal rauskommen soll. Soll ja also Leute, nicht im Januar, oder? Das ein bisschen ja auch leckt und so weiter, das liegt einfach nur daran, dass was im Hintergrund läuft. Jetzt ist aber ganz neu, wir kuscheln. Ja, damit man einfach, damit auch der Niklas das auch einfach mal sieht, man sieht schon kaum noch schon so Explosionen. Fühle mich schon wie bei Power Ranger. Du blockierst mir die Sicht, so kann ich nicht zielen! Ja. Hauptsache der Kerl stirbt mal. Endlich. Ah, die halten ganz schön viel aus. Na gut, das ist auf extremsten Spielmodus, aber. Ich weiß gar nicht, wie man das so normal schaffen soll. Es gibt ja Leute, die sind so richtige Gamer, so die kennen das Spiel in- und auswendig und spielen das auf Extrem, ohne einmal zu sterben durch. Kommt da raus. Ja, 27. Januar. Ja, der wird wahrscheinlich ein paar Mal sterben, wie ich auch wahrscheinlich. Ja, klar. Ich brauche zum Beispiel, wenn ich einen Shooter spiele, das war auch eine große Umstellung für mich, als ich mit CSGO angefangen habe. Ich brauche immer so einen Scope. Ich kann das gar nicht so wirklich, wenn da nur so eine Markierung im Bild ist. Ich weiß nicht, wie bei Battlefield oder anderen Shootern, ist ja immer so mit Scope und alles. Das finde ich dann besser. Aber ich kann mich an die eine Szene noch erinnern, wo sie da total zermetzelt da lagen.
als irgendwie die Gehirne irgendwie rausgenommen wurden oder so. Aber das kommt ja, ich könnte es auch auf extrem ohne Cheat spielen, aber okay. Das wäre zu langwierig. Ja. Ich mag das, wenn es so blutig ist. So, für was war der Knopf? Ja. Okay. Und vor allem bei Battlefield 4 können sie gegenmessern. Und vor allem bei mir steht da, ich kann gegenmessern. Ich drück auf, bei mir ist das auf F. Ich drück drauf und es passiert einfach nie was. Keine Ahnung, vielleicht muss man da noch was anderes drücken. Keine Ahnung. Das kommt ja hier. Das ist zu viel dann wieder. Ja. Eine Rückblende. Für mich ist ein Shooter echt so darum schnell. Darum sollte sie ja auch dabei sein. Ein bisschen ballern. Weil dich bisschen das Taktik noch dahinter hat. Und dann hat man einen perfekten Shooter. Die sind ganz schön heftig. Ja, der hat mich. Damit sich ein Tor öffnet. Ja, das ist ein bisschen... Die Messerattacken würden auch bei Battlefield so schnell gehen. Na, komm schon. Oh, jetzt wieder mit der Shotgun. Bam, bam, bam. Ja, bei mir auch so, aber ich weiß nicht, er will einfach nicht sterben. Nochmal in aller Ruhe nachladen. So. Ja, das ist ja bei Battlefield. Ja, aber die haben ganz schön viele Lichteffekte mit reingebracht, sehe ich gerade. Ja. Also bei mir ruckelt sowieso über ein bisschen, weil es halt Skype übertragen und Skype ist dann nicht das Beste irgendwie, aber. Was soll man machen? Ihr seht ja dann erst, wie es dann wirklich aufgenommen ist, dann auf deinem Kanal. Okay. Aber ich freue mich schon nachher auf Battlefield, dann kann ich auch wieder spielen. Ja. Da ist dann noch mehr neu. Ach so, ja, okay. Das können wir dann im Spiel ja machen. So. Ja, und wenn das dann was so ruckelt, ist das ist irgendwie ein bisschen blöd. Der da unten, der will auch einfach nicht sterben, sehe ich. Ja, der ist super schwer zu töten. Ich habe dann noch was bei Battlefield. Das werde ich dir dann auch noch zeigen. Ja, da kannst du jetzt einfach. Das sind ja ganz normale. Oh. Immer dieses Nachladen. Na, da wollte ich dir dann noch ein bisschen erklären, wenn du möchtest. Ja, die. Das habe ich nicht schon mal gelesen. Allgemein die Nazis waren ja so ein bisschen mit Vergasen und so. Ein bisschen, die waren sehr viel dafür. Auf jeden Fall, und die hat sich einer lustig gemacht, weil die Uniform aussehen, als hätten die alle eine Gasmaske auf. So. Da musste ich dann schon ein bisschen schmunzeln, aber eigentlich ist es nichts, worüber man Späße macht, aber der hat das richtig lustig geschrieben. Ist ja auch ein super Soldat. Ja. Er sieht ja nicht lustig aus, was er geschrieben hat, meine ich. Ja, es ist eigentlich ein sehr kritisches Thema. Die vier ausschalten. Einfach weil es ist damals so viel Mist passiert, aber ist vielleicht ein bisschen ein falsches Let's Play drüber zu reden. Die
Uniform, die sehen sehr gut aus. Guck dir. Ja, okay. Ich meine, weil es hier ein bisschen drum geht und so. Aber wenn du es für in Ordnung findest, können wir ein bisschen drüber reden, weil ich bin, gehe ja noch in die Schule. Und wir haben das auch gerade als Thema, so wie das alles angefangen hat. Okay. Ja. Was viele Leute na, auch darüber nicht mache ich eigentlich oder keine nicht wissen, Witze, auch wenn auch erst seit kurzem, auch wenn es lustig aussieht, darüber länger, macht man einfach keine also Witze. Ein, zwei Monate, dass der Hitler sich mal an der Kunstakademie beworben hat. Ach so, aber trotzdem. Ja. Und wenn er genommen wäre, wer weiß, ob das alles passiert wäre. Hm. Nee, das passt eigentlich. Weil da ist ja ein Let's Play dafür da. Soll ich auch ein bisschen Wissen mit reinbringen? Ja, die sind bestimmt ein paar Milliarden wert, weil überleg mal, du hast ein Bild von Hitler in deinem Wohnzimmer, sag ich jetzt mal übertrieben, hängen. Das ist richtig teuer. Na, da kann ich mal sagen, das ist ja mein Bereich. Ja, zum Beispiel weißt du, es gibt ja so Gerüchte, dass in Hitler seiner Familie Juden auch waren. Ja, das war in Wien. Bedeutet? Seine Bilder wurden allerdings nicht genommen. Und okay. Na, der war ja eigentlich arm. Und ach so, hatte der deswegen so einen Hass? Weil er ja. Und seine Bilder, die sind ja jetzt wertvoll mittlerweile. Hab ich dich gefunden? Ja. Ja, aber. Und ja. Kannst mir ein paar Fragen stellen. Warum? Bei ihm ist doch die Mutter gestorben. Da muss man dabei sagen, dass die Judengeschichte zur ach so, okay. 50% stimmt. Mhm. Aber wurde der dann später irgendwie noch ins KZ geschickt oder war der wirklich dann? Der war Jude. Ach so, okay, also der war weit weg. Und die Mutter war da sehr krank. Und die ist auch da gestorben. Ja, dann hatte der so gesehen Glück und. Ja. Ja. Aber was ich immer ein bisschen traurig und schade finde, wie viele da gestorben sind. Und diesen Juden, ne? Diesen Juden, das war der einzige Jude, der aus Deutschland während der Zeit ausreisen durfte. Also das war gar nicht seine eigene Idee. Ja, aber weil mal gucken, dieser Arzt, ob ich das noch so lerne wie ein, in der Schule. Ja, wie und wenn nicht, kann ich die Lehrerin ja ergänzen. Der war wie ein Vater für die alle. Darum. Der war in Amerika. Ja, es gibt das, was ich ein bisschen doof finde, es gibt so viele Gerüchte und alles. Und es ist immer ein bisschen, manche behaupten dies und haben eigentlich gar keine Ahnung. Andere sagen dann, was erzählst du da, aber ja, man muss sich da wirklich ein bisschen belesen eigentlich. Ja, und der Hass gegen die Juden, das war ja der Nationalsozialismus, der wurde von einer Frau erfunden, einer Deutsch-Russin. Und den gab es auch schon damals in Wien und das hat er einfach bloß übernommen. Ja. London, Gibraltar, der nein. Also das haben die Amis ja dann abgekauft oder so. Ach, geklaut. Heutzutage ist es ja so, dass sie alles abkaufen. Zum Beispiel die Schwebebahn, die jetzt in Japan ist. Wie gesagt, also, die ist ja auch von Deutschen erfunden worden und wurde von den Japanern einfach abgekauft. Also wer das erzählt, der kennt sich da auch nicht aus. Scheiße.
ich bin gerade ein bisschen geschockt und ein bisschen irritiert von dem Kerl, der uns da so halb angrinst. Schon Tarnkappenrober, also Nurflügler. Was hatten die Deutschen erfunden? Das ist eine deutsche Erfindung, was die Amis haben. Ja. Nee, das haben die geglaubt. Das weiß ich auch, dass das mit der Atomtechnik damals schon krass war. Allgemein, wie viel Atomwaffen heutzutage schon gibt. Ich habe ein Geschenk für dich, mein Schatz. Ja, und die Raketen, die haben ja die Deutschen auch entwickelt. Ja, da gab es ja zwei Sender oder so. Einmal so ein Nachrichtensender und einmal noch die so... Die Deutschen mehr, nur die Erfinder halt, wie heute zum Beispiel... das erste oder sowas. Das hat da eigentlich ein Russe erfunden, die Raketentechnik. Was macht der da gerade mit uns? Okay. Ich lese mir das mal ein bisschen durch, so da unten. Die Deutschen waren auch damals schon in der Atomtechnik schon sehr weit vorgeschritten. Das Blut, der Geruch, er macht mich krank. Aber ich tue alles für ein Lächeln von ihr. Und was auch die Deutschen hatten, das ist der TV. Das TV-Gerät. Das haben die Deutschen auch erfunden. Ja, aber das Oh. Ja, aber das haben die Deutschen krank erfunden. Oh. Ja, ich habe schon gelesen. Möchte ich nicht, was ist das eigentlich für eine Omi da hinten? Ich will nicht spoilern. Achso, okay. Um einen ausgewachsenen Elefanten zu leben. Da muss irgendwas mit ihrem Hirn nicht stimmen. Ja, wir sind halt einfach mal so der King hier. Der will uns aufschneiden. Hm. Jetzt geht's auch mal los. Das ist die eine Frau, die Obersten, die im Zug gegenüber uns saß. Ja, ja. Ich will die immer noch sehen. Und der ist eigentlich schwul. Noch nicht. Nicht bevor sie in Sicherheit ist. Er wäre in Sicherheit. Ach so. Ach, seine kleine Geliebte. Der blaue und der rote Draht. Ich bin halt anders. Ja gut, er schneidet einfach mal so blind durch. Der Hubschrauber ist bereit, wenn Sie es sind, Blaskowitz. Sobald Sie mit unseren Leuten aus der Basis raus sind, fliegen wir rein und gabeln Sie auf. Aber das ist ein russischer Name, den die Frau da hat. Halt die Diese Schnauze, alte Fotze. Blaskowitz oder wie das gerade hieß. So, ich bearbeite Sie auch. Ach, das sind Sie. Okay. Ja, meine ich ja. Oder wir halt. Jetzt kommt nämlich... William! Ich glaube auch die... Was ist passiert? Oder? Nee, da kommt sie noch nicht. Nachdem Seth uns aus den die Sequenz, die du unbedingt sehen wolltest. Ausbrechen. Gut, Sie zu sehen, Blaskowitz. Schön, Sie bei uns zu haben. Wir müssen raus hier, Leute. Lauf, schnell! Lauf! Lauf, schnell! Na, die Frau, die aus dem Krankenhaus ist. Ja, mit der wir so oft geschlafen haben. Was macht sie denn jetzt? Lässt sie uns einfach liegen? Oh Gott. Ja. Dieser Fahrstuhl ist nicht mehr der neueste. Hier geht's lang. Ja. Ist ja nicht so, als hätten wir gerade eine Spritze bekommen, den Elefanten K.O. macht, Messer in die Brust, aber trotzdem müssen wir selber laufen. Ist ja, das sind wir ja. Blaskowitz, nee, das sind wir. Hilf mir hoch.
Ja, kommt mal alle schön rein mit. Ach so, oder so. Ja. Und wir dürfen wahrscheinlich wieder alleine. Ah, nee, doch nicht. Nee, wir dürfen schon selber. Wir holen dich da raus. Und dann verschwinden wir. Es muss auf dieser Welt noch einen Ort geben, wo man leben kann. Und wo man glücklich sein kann. Ganz bestimmt. Aber nicht für dich, Huntley. Ja, die Frau, die ist... Ja... Hallo. Einen alten Freund. Nee, wir steigen aus. So einen Besuch habe ich wirklich lange nicht mehr bekommen. Ja, ich kenne Sie. Wir sind uns schon begegnet, aber heute ist es sicherlich das letzte Mal. Captain Blazkowicz. Ja. Noch immer am Kämpfen, nach all den Jahren. Ich erinnere mich an Ihren Freund. Zu gerne. Ja, ich sehe schon. Und wie? Richtig ekliger Dude. Wie ist das bei Ihnen? Bei dieser Arbeit ist man leicht anfällig dafür, Mitleid zu empfinden. Wir müssen lernen, dass es nur ein nutzloser Instinkt ist. Völlig unpassend für unseresgleichen. Hoch! Hoch! Auf die Platte! Oh ja, ja, ich sehe schon. Jetzt pass auf. Pass auf, jetzt kommt deine Lieblingssequenz. Das ist das Gehirn. Sauber abgetrennt. Pass auf jetzt. Menschen wie Sie, Ihr Geschäft ist Tod und Zerstörung, doch bedenken Sie eins. Am Ende werden wir gemessen nicht an dem, was wir zerstört, sondern geschaffen haben. Ferguson. Oh. Begreifen Sie das Wunder darin, die Intelligenz des menschlichen Gehirns zusammengeführt mit der Effizienz und dem Gehorsam der Maschine. Für ihn angespielt? Ja, das könnte reichen. Machen wir erstmal gut. Und jo, ciao.